Ahoi und willkommen zurück, ich bin's wieder, euer Gaming Priest, und in diesem Video zeige ich euch alle Waffen, die ihr nicht im regulären Spiel bekommen könnt, sondern die tief in der Engine vergraben sind. Und natürlich habe ich den Kanal nicht vergessen, ich habe nur privat ein paar Dinge zu erledigen und konnte deswegen keine Videos aufnehmen. Da das jetzt ja geklärt ist, können wir auch schon zu den Waffen kommen, die wie gesagt normalerweise nicht zu erhalten sind. Neben den sowieso schon coolen Waffen im Hauptspiel hat Enderal noch ein paar andere Waffen auf Lager, die einfach noch nicht hinzugefügt wurden oder durch normales Gameplay nicht zu finden sind. Vielleicht werden einige der hier aufgeführten Waffen mit dem kommenden DLC Forgotten Stories hinzugefügt. Bis dahin bleiben sie aber am Code verschollen, aber zum Glück kann ich sie euch hier präsentieren. Natürlich seht ihr wie immer die absolut Minimalwerte, damit ihr sehen könnt, welches Potenzial diese Waffen im Laufe des Spiels entfalten könnten. Als erstes haben wir den Säbel namens Epikura, der optisch sehr an Kors Schwert erinnert, nur dass die Schrift an der Seite rot statt türkis ist. Er hat ein Gewicht von 10, macht 7 Punkte Schaden und ist 35 Groschen wert. Damit ist dieser Säbel eher einer der Anfängerwaffen und ohne Verzauberung hat er nicht mal einen geheimen Trick auf Lager. So, Epic, wie der Name des Säbels von sich vermuten lässt, scheint er also gar nicht zu sein. Als nächstes haben wir den Elitebogen des dritten Siegels, der im Inventar von einem selbst zu finden ist sozusagen. Dazu muss der eigene Charakter als NPC gespawnt werden und in seinem Inventar findet man diesen High-End-Bogen. Er hat ein Gewicht von 8, macht 30 Punkte Grundschaden und ist 20 Groschen wert. Er hat zwar keine besondere Verzauberung, hat dafür aber den höchsten Grundschaden aller Bögen. Die dritte verschollene Waffe ist der Eid der Erstarrten und ist damit ein direkter Anwärter auf eine DLC-Waffe, da die Erstarrten die Rivalen des Zuckerinselbundes sind und damit Teil der Hauptquest von Forgotten Stories sein können. Das zweihändige Schwert hat ein Gewicht von 10, macht 11 Punkte Grundschaden und ist 2000 Groschen wert. Anhand der Verzauberung kann man allerdings gut erkennen, dass diese Waffe noch lange nicht fertig ist, denn bis auf den Namen handelt es sich hier um die Ebenerzklinge aus Skyrim. Sogar der Verzauberungseffekt wurde nicht übersetzt. Das Gute an dieser Waffe ist aber, dass die Verzauberung keine Ladung verbraucht und trotzdem Lebensenergie absorbiert. Wenn das Schwert mit freundlichen Seelen aufgeladen ist, so wie in Skyrim, kann man bis zu 30 Lebenspunkte von Gegnern absorbieren. Hier bin ich auf jeden Fall gespannt, ob diese Waffe es in den DLC schaffen wird. Als nächstes haben wir die alte Vagabunden-Axt, die genauso aussieht wie die Axt des blinden Schürfers. Zum Glück haben sich die Entwickler entschieden, eine Waffe, die so cool aussieht, mit einem anständigen Bossfight zu belohnen. Diese Axt jedenfalls hat ein Gewicht von 13, macht 8 Punkte Schaden und ist 40 Groschen wert und ist damit genauso gut wie eine ganz normale Stahlaxt. Als fünfte nicht erhaltbare Waffe haben wir den einzigartigen Dolch namens Blutnadel, der ein weiterer Kandidat für den DLC wäre. Der Dolch hat ein Gewicht von 3, macht 4 Punkte Schaden und ist 135 Groschen wert. Die Verzauberung verursacht 2 Punkte Feuerschaden und macht zusätzlich 5 Punkte Ausdauerschaden am Ziel. Das nächste Schwert ist das Echo der Lichtgeborenen und es ist im Grunde ein unbenannter Dämmerbrecher aus Skyrim. Das Schwert macht 10 Punkte Feuerschaden und es bewirkt, dass besiegte Untote eine Explosion verursachen, die andere Untote mitreißt. Es hat ein Gewicht von 10, macht 12 Punkte Schaden und ist 740 Groschen wert. Die nächste Waffe hat schon einen sehr überzeugenden Namen. Das Superschwert der Vernichtung ist genauso wie der Elitebogen des dritten Siegels im Inventar des Spielers zu finden und sieht aus wie ein reguläres Ordensschwert. Es hat ein Gewicht von 4, macht 75 Punkte Schaden und ist 12 Groschen wert. Es hat zwar keine Verzauberung, aber der Grundschaden ist auf jeden Fall ordentlich. Der Grundschaden ist allerdings nichts gegen das Superschwert der Vernichtung Nr. 2, denn das macht 7035 Punkte Schaden. Es hat ein Gewicht von 9 und ist 25 Groschen wert. Da es im Code als Debug-Schwert markiert ist, nutzen die Entwickler das hier sehr wahrscheinlich, um easy durch Dungeons zu kommen. Als nächstes haben wir Justans Stab, der wie ein regulärer Stab aussieht, dabei aber 15 Punkte Entropieschaden verursacht. Er hat ein Gewicht von 8 und ist 261 Groschen wert. Da es Justans eigener Stab ist, kann man ihn als Spieler selber nicht bekommen. Kommen wir jetzt zu den komplett unbenutzten Schattenstahlwaffen, die wahrscheinlich einfach zu stark gewesen wären oder vom Design nicht ganz in die Welt gepasst hätten, natürlich von den beschworenen Waffen abgesehen. Als erstes haben wir das Schattenstahlschwert, das ein Gewicht von 16 hat, 45 Punkte Schaden verursacht und 1250 Groschen wert ist. Mehr als zu sagen, dass der Schaden extrem hoch ist, kann man da allerdings nicht, deswegen schauen wir uns auch schon die Axt an. Die Schattenstahl-Axt hat ein Gewicht von 18, macht nur läppische 15 Punkte Grundschaden und ist 1500 Groschen wert. Warum die Waffe so schwach ist, wissen nur die Entwickler selbst. Die anderen Schattenstahlwaffen sind alle relativ ähnlich, sie haben ziemlich hohe Werte und würden damit die besten regulären Waffen im Spiel sein. Interessant ist hierbei noch, dass es neben den normalen Ausführungen der Waffen noch einen verzauberten Dolch gibt, der neben seinen 35 Punkten Grundschaden noch für 30 Sekunden Gegner bis Stufe 10 zum Fliehen bringt. Das ist zwar ein ziemlich schwacher Effekt, denn Gegner dieser Stufe sterben wahrscheinlich nach einem einzigen Schlag mit diesem Dolch, aber hey, der Gedanke zählt. Der Bogen ist nur geringfügig besser als ein Eterna-Bogen, aber da die Schattenstahlwaffen alle sowieso nicht im Spiel sind, kann uns das ja eigentlich egal sein.
Die vorletzte Waffe ist dieser Säbel und den Namen werde ich definitiv nicht aussprechen, weil ich, was auch immer diese Sprache sein soll, nicht aussprechen kann. Ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, wie man das aussprechen soll. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Jedenfalls hat der Säbel ein Gewicht von 10, macht 156 Punkte Schaden und ist dabei 35 Groschen wert. Wie auch schon bei den Schattenstahlwaffen ist diese Waffe extrem stark und wäre daher nicht korrekt ausbalanciert. Das Waffenmodell haben wir aber dennoch im Spiel und zwar als Morales Schneide. Kommen wir jetzt zu der letzten Waffe, die auf den ersten Blick nichts Besonderes an sich hat, denn sie sieht aus wie eine stinknormale Stahlaxt. Sie hat ein Gewicht von 13, macht 8 Punkte Grundschaden und ist 41 Groschen wert. Das Interessante an dieser nicht erhaltbaren Waffe ist aber der Text, der im Code versteckt ist. Dieser sagt nämlich mit einem netten Gruß vom Entwickler Till, dass diese Waffe doch bitte nicht entfernt werden soll. Hier kann man zwar nur vermuten, dass hiermit einiges getestet wird, allerdings ist relativ eindeutig, dass diese Axt nicht unbedingt im DLC auftauchen wird. Damit haben wir den ersten Teil der besonderen Waffen beendet. Welche Waffen haben euch am besten gefallen und welche wollt ihr gerne im kommenden DLC sehen? Sagt es doch in den Kommentaren und wenn ihr Bock auf weitere Videos habt, dann abonniert doch einfach diesen Kanal. Tschüss!